gut. Ja, grüß euch, freut mich recht, dass ich da bin. Klasse, interaktives Publikum. Also, ja, erzähle ich heute irgendwas mit Gruppen. Mir ist klar, der Dialekt kann manchmal nicht hinhauen, deswegen habe ich das Ganze mit Untertiteln versehen. Also, wir schaffen das schon irgendwie gemeinsam. Also, wahre Begebenheit, vor ein paar Monaten, Jahren, wurscht, sitze ich mit meinen Eltern im Gasthaus und mein Vater gibt mir die Rechnung und sagt, geh Kind, rechne einmal aus, wie viel wir zahlen müssen. Sag ich, Vati, ich bin Mathematiker, kein Buchhalter, das wird so nicht hinhauen. Und normalerweise, wenn ich sage, ich bin Mathematiker, ist das Gespräch schlagartig beendet. Verstehe nicht warum, wie wir vorher gesehen haben, Mathematik ist ja ein sehr polarisierendes Thema. Vielleicht haben die Leute einfach Angst, dass ich mich auch privat für Zahlen interessiere, ich weiß es nicht. Aber aus irgendwelchen Gründen ist mein Vati interessiert und fragt, was machst du eigentlich? Denke mir, klasse, jetzt ist mein Moment gekommen, jetzt kann ich mein Wissen an die breiten Massen weitergeben, also Mama, Papa, Kellnerin, und sage, Vati, ich interessiere mich für Symmetrien. Also eigentlich nehme ich da jetzt ein Bierglas, aber mit Flasche geht's auch, bin ja flexibel, haben wir eh schon gehört. Schauen wir uns zum Beispiel diese Flasche an. Die ist irgendwie symmetrisch, also ich kann sie drehen und sie schaut immer noch gleich aus. Es gibt uns jetzt einen Hinweis, dass man Symmetrien auffassen sollte als Handlungen, der gewisses Objekt ja, unverändert lassen. Und damit man jetzt ein bisschen Struktur reinbringt, kann ich mir überlegen, welche Kriterien sollen diese Handlungen erfüllen. Na, zum einen kann ich es drehen und ich kann es immer zurückdrehen. Also für jede Handlung gibt es eine Umkehrhandlung, ich drehe zurück. Was gibt es noch? Es gibt eine Abgeschlossenheit. Was meine ich damit? Ich kann drehen. Und wenn ich weiter drehe, ist es so, als wenn ich einfach vorher eine längere Drehung durchgeführt hätte. Also man kann quasi diese Handlungen addieren auf eine gewisse Art und Weise. Und es gibt die eine Handlung, die das ganze Objekt unverändert lässt, die Drehung um 0 Grad. Da ist sie, ich tue einfach nichts. Und diese Ansammlung von Handlungen nennt man jetzt eine Gruppe. So, eine bestimmte Gruppe, für die ich mich besonders interessiere, ist die Permutationsgruppe oder die Gruppe aller Vertauschungen, also wo meine Elemente irgendwelche Vertauschungen sind. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einmal diese drei Kugeln da, das rosa, grün und blau, und die ordnen wir jetzt auf verschiedene Arten und Weisen an. Da gibt es diese sechs Möglichkeiten, könnt ihr gerne nachprüfen, ob es noch was anderes gibt, gibt es aber nicht. Und um das jetzt als Vertauschung anzusehen, gehe ich von der ursprünglichen Ordnung aus, also rosa, grün, blau, und die Pfeile sagen eben, wie ich das vertauscht habe. So, das wäre jetzt für einen Mathematiker natürlich viel zu anschaulich, das heißt, wir lassen die Kugel jetzt mal weg. Und diese Schreibweise nennt man aus anatomisch offensichtlichen Gründen Bertrachs. Fragt es mich nicht, warum. Und ja, das sind jetzt meine Vertauschungen und ich habe gesagt, das ist eine Gruppe. Das heißt, wir müssen jetzt nachprüfen, ob diese Vertauschungen wirklich diese drei Kriterien erfüllen. Also gibt es Inverse? Ja klar, wenn ich was tausche, kann ich sie immer zurücktauschen? Passt. Gibt es eine Identität? Ja, ich lasse einfach alles auf demselben Platz. Und gibt es eine Abgeschlossenheit? Ja, auch klar. Also wenn ich zum Beispiel die unteren zwei Sachen vertausche und dann die mittleren, ist es so, als wenn ich einfach diese letzte Vertauschung durchgeführt hätte. Jetzt fragt es euch vermutlich, was hat das mit Symmetrien zu tun? Das ist eine exzellente Frage. Und zwar eine andere Art, das zu fragen ist, was ist das Objekt, das unter diesen Vertauschungen unverändert bleibt? Dann nehmen wir jetzt mal dieses Dreieck, das habe ich immer dabei, weil das ist sehr handlich. Und was kann ich damit machen, um die Form dieses Objekts unverändert zu lassen? Na, ich kann es einmal drehen. Zum Beispiel kann ich diese Drehung durchführen. Und dann geht das Eck 1 auf Position 2, 2 auf 3, 3 auf 1. Also das ist genau die Vertauschung, die da jetzt rechts oben steht. Kann ich auch in die andere Richtung drehen, dann ist die Vertauschung rechts mittig. Was kann ich noch machen? Ich kann das spiegeln, zum Beispiel so. Und dann habe ich genau Ecken 2 und 3 vertauscht. Also wenn sich jetzt anschaut, diese Permutationsgruppe ist genau die Symmetriegruppe vor einem Dreieck. Also haben wir jetzt gemerkt, wenn ich etwas über eine Gruppe weiß, kann ich irgendwann einmal herausfinden, welches Objekt unter dieser Gruppe symmetrisch ist. Gut, jetzt gibt es Gruppen, die sind einfach grausig. Zum Beispiel, eine Gruppe heißt SON, das ist einfach der Name, ist jetzt einmal wurscht. Die habe jetzt einmal gezeichnet als diesen halbdurchsichtigen, grausigen Block und das mag man sich gar nicht so anschauen. Und um jetzt diese Gruppe zu erforschen, bediene ich mich eines Tricks, und zwar, ich erforsche nicht die Gruppe selbst, sondern ihre Darstellung. Das kann man sich vorstellen wie einen Schatten. Und wenn ich diesen Schatten mit Umriss und allen Flecken, die da drin sind, ganz genau kenne, kann ich was über die Gruppe lernen.
Also diese hellen und dunkleren Flecken nennt man auch die irreduziblen Darstellungen der Gruppe. Und von ganz, ganz viel Hintergrundwissen weiß man für diese Gruppe SON, wie der Umriss dieses Schattens ausschauen soll und wie viele helle und dunkle Flecken die hat. Man weiß auch, wie groß die sind, man weiß aber nicht, wie die angeordnet sind. So, jetzt gibt es ein Spiel, das geht da ganz ähnlich. Und zwar beim Schiffversenken habe ich auch ein Raster, also ich weiß, wie groß dieses Raster ist. Ich weiß, nach wie vielen Schiffen welcher Länge ich suchen muss, weiß aber nicht, wo die auf diesem Grid sind. Und da sagt nur einer, katholisches Jungschallauge bereitet nicht aufs Leben vor, da ist es, Beweis. Sagen wir mal, mein Spielpartner hätte jetzt meine Schiffe so angeordnet. Meine Aufgabe als Mathematiker wäre es jetzt, dass ich mich da durcharbeite durch dieses Raster, bis ich irgendwann einmal alle Schiffe gefunden habe. Ja, so weit, so gut. Wenn das Raster groß wird, wird die ganze Aufgabe irrsinnig mühsam. Und da brauche ich dann jetzt nur ein bisschen was. Ich brauche einen Schummelzettel. Ich brauche quasi einen Wegweiser zu diesen Schiffen. Und was ich jetzt gemacht habe in meiner Doktorarbeit, ist, ich habe mir diese eindimensionalen Darstellungen rausgesucht, also quasi die Schiffe der Länge 1, und habe einen Algorithmus gefunden, wie man die Projektoren herstellt. Also das sind diese Wegweiser auf diese eindimensionalen Darstellungen. Und wie ich das gemacht habe, ich habe einfach ausgenutzt, dass die Darstellungen von dieser Gruppe SON mit den Darstellungen der Vertauschungsgruppe, die wir vorher schon kennengelernt haben, sehr viel zu tun haben. Wie das geht, ist jetzt eigentlich wurscht. Sagen wir nur, es hat sehr viel miteinander zu tun, es ist ein bisschen kompliziert. Dann kann man ein bisschen Kurznotation einführen, also so ein weißes Kasterl heißt, ich schaue mir alle Vertauschungen an, ein schwarzes heißt, ich schaue mir auch alle an und manche haben ein Minuszeichen. Und dann kann man da jetzt die Projektoren hinschreiben. So, jetzt ist eigentlich alles klar, oder? Ja, hat sich mein Vater gedacht und sagt, für was braucht man das eigentlich? Gut, eigentlich Gruppentheorie braucht man für wirklich viel Sachen. Also sei es zum Lösen von Polynomgleichungen, sei es für Entschlüsselungen von Kreditkartendaten oder wenn man einen Zauberwürfel lösen will. Aber als Mathematiker habe ich ja exzellente Menschenkenntnis, deswegen denke ich mir, okay, ich suche mir das eine Beispiel raus, das für meinen Vati am nächsten ist und sage, Vati, du kennst ja den Teilchenbeschleuniger in der Schweiz. An diesem Teilchenbeschleuniger werden Atomkerne aufeinandergeprallt. Diese Atomkerne befinden sich vor der Kollision in einem Zustand, den sich Carl-Glass-Condensat nennt. Diese Energieevolution wird dort Schirmuckelgleichung beschrieben. Das W steht übrigens für Professor Weiger, das ist mein Doktorvater. Diese Carl-Glass-Condensat besteht aus fundamentalen Teilchen. Das ist dann hauptsächlich Gluonen, aber Quarks und Antiquarks. Sie haben Farbladung, aber aufgrund von Kallek und Feynman bestehen sie in einem farbneutralen Zustand, was mathematisch so viel heißt, dass sich die auf die eindimensionalen Darstellungen der Eichgruppe der Quantengruppendynamik produzieren muss. Dafür brauche ich genau die Single-Projektoren, für deine Konstruktion ich einen Algorithmus gefunden habe. Aber aber für mich ist jetzt die letztendliche Anwendung eigentlich gar nicht so wichtig, weil der Weg ist das Ziel. Das kommt mir mal gar recht gut vor. Der Vater schaut zu der Mama und sagt, ja, also auf gut Deutsch, sie zeichnet Linien und Kasterl. Sie hat wirklich keinen Grund, für was haben wir sie eigentlich studieren lassen? Die Mama auf einmal hat einen Geistesblitz und sagt, schau, kannst du dich erinnern an das schöne Muster, das sie vorher gezeichnet hat? Das kann man super drucken auf Polster, auf Tischdecken und auch auf Dirndlschürzen. Und in der habe ich dann auch ganz stolz promoviert. Also, also ich hoffe, was wir heute mitnehmen, man kann Objekte super anhand ihrer Energie- oder Symmetrieeigenschaften erforschen. Diese werden ausgedrückt durch Gruppen und manchmal ist das Endergebnis weniger wichtig, als dass man einfach nur eine Freude bei der Arbeit hat. Dankeschön. Judith Alcock-Zeilinger, vielen, vielen Dank.